Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu HKBB on Tour. Heute am Freitag, der 13. Wobei für uns, meine Damen und Herren, ist das jetzt nichts Schlimmes, Freitag der 13., sondern ein glücklicher Moment. Denn wir sind zu Gast bei der Firma Gruner AG in Basel, hier an ihrem Hauptsitz im Citygate an der St. Jakobstrasse 199. HKBB on Tour ist ein Online-Format von der Handelskammer, wo wir zweiteilt haben. In einem ersten Teil führen wir ein Gespräch mit einer Persönlichkeit aus unserem Bestand der Mitglieder. Und in einem zweiten Teil von diesem Format bringen wir einen fachlichen Beitrag aus der Arbeit der Handelskammer bei der Basel. Der zweite Beitrag wird heute der Sebastian Deininger bringen. Er ist Leiter Verkehr, Energie, Raumplanung und Umwelt bei der Handelskammer bei der Basel. Wie gesagt, wir sind heute bei der Firma Gruner. Gruner ist ein führendes Ingenieur- und Planungsunternehmen aus dem Baubereich. Hauptsitz hier in Basel, das freut uns natürlich besonders. Geschäftsbereiche sind Hochbau, Infrastruktur und Energie. Sie beraten dort private, aber auch öffentliche Kunden in der Planung, im Bau, in der Inbetriebnahme, Bewirtschaftung etc. etc. von Gebäuden und anspruchsvollen Infrastrukturen. 1100 Mitarbeitende an 30 Standorten in der Schweiz, aber auch international. Und 1862 hier in Basel gegründet. Also, Sie können auch rechnen, das Jahr 160 Jahre alt. Wir gratulieren ganz herzlich. Das Portfolio der Gruner AG ist sehr breit. Gebäudetechnik, Energieproduktion, Strassenbahn, Tunnelbau, Kunstbauten, Umwelt, Brandschutz, Sicherheit, Raumplanung und vieles mehr. Wir werden im heutigen Gespräch mit meinem Gast, dem CEO und Vorsitzenden von der Geschäftsleitung, dem Olivier Abbey, noch viel mehr zu Gruner erfahren. Der Olivier Abbey ist Bauingenieur und hat ein MBA abgeschlossen. Er war mehrere Jahre international unterwegs gewesen, im Bereich Planung, Baumanagement, Material, Baumaterialindustrie und sogar in der Petrochemie. Das durchaus im Ausland auch, in Afrika und in Asien. Er hat verschiedenste Managementfunktionen ausgeübt in M&A, Supply Chain und Unternehmensentwicklung. Er hat verschiedenste VR-Mandate inne, ist aber auch hier in unserer Region Mitglied vom Stiftungsrat der Fachhochschule Nordwestschweiz und seit neuestem auch Vorstandsmitglied vom Branchenverband Usig. 2019 ist er CEO geworden von Gruner und Vorsitzender von der Geschäftsleitung. Zuvor hat er 9 Jahre die Funktion als CEO bei der IUB Engineering AG wahrgenommen. Er ist ein Oberländer, ursprünglich im Zürcher Oberland aufgewachsen, heute im Berner Oberland in Thun wohnhaft. Er ist verheiratet und hat 2 Töchter im Teenageralter. Privat geht er gerne auf den See, der Thuner See bietet es an, tut gerne segeln, Mountainbiken und spielt auch Musik, und zwar einen tiefen E-Bass und Kontrabass. Herzlich willkommen, Olivier Abbey. Bevor wir aber ins Interview einsteigen, schauen wir uns einen kurzen Film an von der Gruner AG. Film ab!
Olivier, Gruner AG kennt man ja oftmals auch nur, wenn man durchfährt auf der Stadtautobahn, der A2, wenn man das grosse Logo sieht, von der Bahn, von der Autobahn her. Jetzt sind wir aber schon 160 Jahre alt. Nochmal herzliche Gratulation. Das ist etwas, das einem stolz machen kann, glaube ich. Was ist denn das Erfolgsrezept von der Firma Gruner, die schon so lange erfolgreich ist? Ja, danke vielmals, Martin. Zuerst auch, dass Gruner Gast sein darf bei HKBB und Tour. Und dass wir heute den Anlass bei uns durchführen dürfen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier bei Gruner. Das Erfolgsrezept von 160 Jahren Geschichte ist sicher mehr als Beratungs- und Planungsfirma, die unsere Dienstleistungen über Mitarbeiter erbringen. Also das Erfolgsrezept ist unsere Mitarbeitenden, unsere Know-how-Träger, unsere Fachkompetenz, die wir über die Geschichte und aber auch in Zukunft unseren Kunden anbieten und mit dieser Expertise Projekte zum Erfolg entwickeln. Das ist das eine. Das andere Element ist sicher die Vernetzung. Wir sind eine grosse Unternehmung, du hast es gesagt, über 1100 Mitarbeiter in der ganzen Schweiz und auch international. Die Vernetzung von diesen Mitarbeitern, von ihrem Know-how, wo sie einander gegenseitig unterstützen und so Kundenlösungen optimal entwickeln. Das ist ein weiterer Erfolgsfaktor, wo wir als grosse Unternehmung ganz wichtig können, bei Kundenlösungen einsetzen. Und das Dritte ist sicher Geschichte, 160 Jahre Geschichte. Wir bauen natürlich auf Erfahrungen, auf Referenzen. Das ist auch immer wichtig, wenn man in Projekten bei Kunden ist, dass man zurückgreifen kann auf das, was wir schon gemacht haben, auf Leute, die schon mal so etwas Ähnliches gemacht haben und das auch wieder können in einem neuen Kontext einsetzen. Also ich denke, die drei Faktoren zusammen ist der Erfolg von Gruner. Die letzten 160 und hoffentlich auch die nächsten 160 Jahre. Ja, das hoffen wir auch. Viel Glück für das. Das Jubiläum, werdet ihr das irgendwie feiern? Was habt ihr da? Habt ihr da etwas geplant? Gibt es da ein grosses Fest? Ja, 160 Jahre ist ja jetzt nicht so die absolute Jubiläumszahl. 150 hat man ein grosses Fest gemacht, wahrscheinlich 175 wieder. Wir machen etwas intern, das ist sicher wichtig, auch für die Mitarbeitenden, dass man sich bedankt, dass man zusammen feiert. Im Juni ist das Unternehmen 1862, ich glaube am 4. Juni ist das eingetragen worden, hier in Basel. Und der Juni ist in dem Sinne unser Jubiläumsmonat, wo wir intern in der ganzen Welt, wo wir Standort haben, am gleichen Tag einen Anlass machen und so auch die Verbundenheit von dieser Community ein bisschen feiern wollen. Ja. Sehr schön, da dürfen sich ja die Mitarbeiter in dem Fall auf etwas freuen. He? Genau. Ich habe es vorher erwähnt, das Portfolio von Gruner ist unglaublich breit. Oder? Im Hochbau, in den Infrastrukturen, im Energiebereich. Wie kann man das zusammenheben? Also, wie managt man das, so ein breites Portfolio in einem Unternehmen? Also ich denke sicher, wir sind ja eine Ingenieurunternehmung, also die Mitarbeiter von uns, die haben alle die Vision, dass sie wollen, Ingenieurleistungen zusammen erbringen in der Vernetzung rein, noch erfolgreicher, als wenn sie das alleine machen oder in kleineren Gruppen. Das ist sicher ein wichtiger Erfolgsfaktor, aber auch die verschiedenen Dienstleistungen, die am gleichen Bauwerk können erbracht werden können, im Sinne von einem Gesamtangebot kann verschiedene Unternehmensteile von Gruner mit einbeziehen. Das heisst, man arbeitet nicht alleine an einem Projekt nur, sondern viele grosse Verbünde, mehrere Teams über mehrere Standorte. Und das gibt natürlich eine Verbundenheit und eine Zusammenarbeit, die auch wirklich einen Mehrwert generiert. Also das, was ich vorher gesagt habe, das Vernetzen von Know-how, Das erzeugt natürlich auch einen Zusammenhalt. Aber es ist nicht einfach. Wir arbeiten viel an diesen Themen, auch kulturelle Sachen, Wert und so weiter, wo wir wirklich versuchen, so den Gruner Spirit zu erzeugen. Ist so ein bisschen einmal Gruner, immer Gruner?
Ja, das wünschen wir uns natürlich. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, die in der Ausbildung, in der Lehre oder nach dem Studium zu uns gekommen sind, die schon Jahrzehnte bei uns sind. Aber wir haben natürlich auch Leute, die kommen für eine gewisse Zeit und dann wieder gehen und die nächste Etappe in der beruflichen Entwicklung machen. Aber wir versuchen natürlich durch unsere Unternehmensgröße auch Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, innerhalb des Unternehmens sich zu entwickeln. Mhm. Sei es fachlich, aber vielleicht auch in einer Führungsfunktion. Absolut, ja. Okay. Ich möchte gerne ein bisschen noch auf Megatrends zu sprechen kommen. Ich meine, in all diesen Bereichen, die ihr tätig sind, stellen wir fest, es ist eine unglaubliche Dynamik in der Mobilität, aber auch in der Urbanisierung. Das Thema Nachhaltigkeit, wo omnipräsent ist. Was sind jetzt für ein Ingenieurbüro, wie ihr eins sind, die grossen Herausforderungen in diesem Zusammenhang? Also du hast jetzt Stichwort gegeben, Megatrends, Mobilität, Nachhaltigkeit, Energiefragen, CO2-Reduktionen, Klima etc. Und ich glaube, einerseits durch das, wo wir, durch die Tätigkeit und das Know-how, das wir haben, sind wir so weit auch eine der Schlüsselstellen, die jetzt mithelfen können. Das sind ja gesellschaftliche Herausforderungen, wo wir mithelfen können, Projekte, Bauvorhaben, Ideen eben nachhaltiger oder energieeffizienter zu entwickeln. Ich denke, das ist eine Herausforderung für uns, weil wir natürlich auch, wir müssen unser Know-how dahingehend entwickeln, verbessern. Wir müssen Innovationen betreiben, wo wir wirklich können in unsere Projekte hineinbringen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, eben, dass wir als ja, gerade in unserem Geschäftsbereich Hochbau, Energie, Infrastruktur, jetzt sind wir überall in diesen Megatrends drin, dass wir da können mithelfen können, die gesellschaftlichen Themen sinnvoll und eben nachhaltiger einzubringen und die Projekte so entsprechend zu gestalten, mithelfen zu gestalten. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, da sind wir erstens mal sehr gut und zweitens, dort hat es ein riesiges Potenzial. Sticht da irgendeine Unit besonders raus? Also wir sind ja in diesen drei Geschäftsbereichen tätig und sind überall gut. Das ist klar. Ich glaube, jede Unternehmung hat gewisse Kernkompetenzen, wo sie besonders raussticht oder wo sie vielleicht eine Marktposition hat, die sie von anderen abhebt. Ich glaube, durch unsere Größe decken wir sehr viel ab, durch unsere Kundennähe, auch geografisch. Vielleicht, wenn ich ein paar Stichworte geben kann, Thema im Energiebereich, sind wir wirklich, denke ich, führend im Bereich von erneuerbaren Energien. Wasserkraft kennt man auch Gruner sehr gut aus der Vergangenheit, aber auch neue Themen, Wasserstoffproduktion, wo auch unsere Energietechnik hineinspielt. Das ist ein wichtiger Bereich. Im Hochbau, Gebäudetechnik, wo sehr viel Innovation passiert in der Planung, aber auch in der Auslegung von neuen Gebäudetechniksystemen, Stichwort Energieeffizienz, Gebäudeautomatisation etc. Und natürlich der Infrastrukturbereich, wo man jetzt auch mit neuen Lösungen versucht, nachhaltiger Infrastruktur zu bauen. Ich denke an Baustoffrecycling, Einsatz von neuen Baumaterialien, neue Planungsmethoden und so weiter, wo Prozesse effizienter werden, aber auch Produkte oder Projekte besser oder innovativer können werden. Stichwort Energie. Würde ich gerne gerade schnell aufnehmen. Ich meine, das ist im Moment aufgrund von der geopolitischen Situation ja ein Top-Thema, wo wir auch riesige Herausforderungen haben. Du hast jetzt erwähnt, Wasserstoff, LNG wäre auch noch so eine neue Technologie. Siehst du da auch Potenzial gerade für die Region Basel, vielleicht im Zusammenhang mit den schweizerischen Rheinhäfen? Das ist so ein bisschen eine Idee, die wir eigentlich auch gerne weiterverfolgen würden, dass wir hier in der Schweiz eben auch die Technologien fördern und einen breiteren Energiemix bekommen.
Hat da die Region irgendwie aus Sicht jetzt von dir auch einen speziellen Vorteil, um solche Sachen voranzutreiben? Also jetzt gerade hier in der Region sind wir relativ aktiv an verschiedenen Themen im Bereich Energiewende. Es geht um Dekarbonisierung von unseren Energiequellen. In Basel zum Beispiel ist man intensiv daran, das Thema Fernwärme auszubauen. Es hat ja auch politische Weichenstellungen gegeben, dass man sich wirklich wegwenden will von den fossilen Energieträgern. Da sind wir intensiv dran, Fernwärmenetz. Wir haben gerade im Dezember ein Blockheizkraftwerk in Betrieb nehmen, das mit Holz geheizt ist, ein grosses Kraftwerk bei Liestal, wo dann auch Energie ins Fernwärmenetz wird oder schon tut einspeisen. Wir sind auch Machbarkeitsstudien im Zusammenhang mit Power to Gas, also ja, wo man aus Flusskraftwerk, wo man Bandenergie hat, kann Wasserstoff erzeugen und das nachher lagern und dann für die Energie oder für Wärme oder Kraft zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Ich glaube, Basel hat die ganze Palette, wo wir ausspielen müssen. Es gibt nicht eine Lösung, denke ich, in der Zukunft, sondern es ist eine Vielzahl von Themen, von spezifischen Lösungen, die auf den Verbrauch oder auch auf das Angebot zugeschnitten ist in einer spezifischen Geografie. Ich glaube jetzt nicht, du hast einen Rheinhafen angesprochen, dass das zum Beispiel und LNG, dass das ein grosser Gasterminal wird. Ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, aber dort ist sicher das Thema Verlagerung, Multimodalität von der Logistik, dass man versucht, mehr halt noch Richtung Bahn und Schiff zu gehen und weniger auf die Lastwagen. Sehr gut. Die Handelskammer hat gerade jetzt ihren Stimmungsbarometer veröffentlicht. Und dort ist ein Punkt, der nebst allem Geopolitischen, der jetzt sehr akut ist, der Fachkräftemangel. Ich höre das auch immer schon von verschiedenen Unternehmungen, dass eben auch Ingenieure knapp sind. Blockt euch der Fachkräftemangel auch? Ja, ein Riesenthema, nicht seit einem oder zwei Jahren, schon länger. Ein ganz grosses Thema. Ich denke, in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen europäischen Ländern. Wir haben ganze Generationen, die in Ruhestand gehen, oder? Die sogenannten Babyboomers. Mhm. Das sind die, die etwas älter sind wie du und ich. Genau. Und wir wissen ja, wie viele aus der Schule kommen, neue Ingenieure, Techniker, Konstrukteure, Fachspezialisten. Und das ist weniger wie derjenige, die eben in Ruhestand oder aus dem Arbeitsmarkt kommen. Das heisst, wir haben ein Defizit, das wir decken müssen über Leute, die wir von irgendwo sonst kann anziehen kann. Mhm. Also aus dem Ausland halt auch. Und gerade im Zusammenhang jetzt mit diesen Herausforderungen, Energiewandel, Mobilitätsthemen, brauchen wir Fachleute, wir brauchen Spezialisten, die mitdenken, die Lösungen entwickeln. Und das ist ein riesiges Thema für uns auch. Wir versuchen dem zu begegnen. Einerseits, dass wir natürlich als Unternehmung, als grosse Unternehmung, können Leute anziehen, junge Leute aus dem Studium, aus der Lehre, die zu uns kommen, die sagen, Grauner, das ist mein Arbeitgeber, da kann ich mich verwirklichen, da kann ich etwas machen, das ist eine grosse Firma, ich kann einmal einsteigen, ich kann vielleicht ins Ausland, ich kann mich entwickeln. Und dann die natürlich bei uns sind, die Spezialisten, versuchen wir mit Programm, Talentmanagement, aber auch internen Ideen, wie können wir den Arbeitsplatz, wie können wir das Umfeld spannend gestalten, dass die bei uns bleiben und sagen, das ist wirklich eine Firma, wo ich mich persönlich weiterentwickeln kann und etwas dazu beitragen, zu diesen Themen, zu den gesellschaftlichen Themen, aber auch, wo ich mein Know-how, meine Ideen kann einbringen kann. Und dann, Ausbildung, wir haben Lehrlinge, die wir natürlich ausbilden, auch. Das ist wichtig. Was sind das für? Das sind Zeichner und aber auch kaufmännische Lehrlinge, die wir
in allen Lehrjahren bei uns ausbilden und versuchen natürlich im Idealfall, dass dann die auch bei uns bleiben. Oder dass wir die gerade weiterentwickeln können. Oder sie gehen vielleicht in eine weiterführende Ausbildung und kommen nachher wieder zurück. Das ist natürlich der Idealfall. Und wir haben aber auch viele Praktikantinnen, Praktikanten, die einen Bachelor machen oder einen Master und zwischendrin zu uns kommen. Also da sind wir wirklich sehr offen und versuchen das ganze Instrumentarium genau, die ganze zu bespielen. Klaviatur. Und so das Employer Branding auch wirklich versuchen darzustellen oder sichtbar zu machen, dass wir die Anziehungskraft haben, weil wir stehen in Konkurrenz mit anderen Unternehmen aus der Industrie, aus der öffentlichen Hand oder natürlich auch bei Mitbewerbern. Klar. Der Slogan, wir haben ihn alle ja gelesen im Film, Gruner und der Plan geht auf. Ja, jetzt wissen wir alle, manchmal geht der Plan auch nicht auf, oder? Es gibt sicher auch Sachen, die mal nicht funktionieren. Insbesondere jetzt mit dieser schwierigen Situation, Covid, gerade durch, jetzt der Ukraine-Krieg, Riesenherausforderung, gesellschaftliche Katastrophe. Ist Gruner jetzt von dieser aktuellen geopolitischen Situation auch betroffen? Und der Plan geht vielleicht einmal nicht auf? Ja, der Plan geht natürlich nicht immer auf, das ist so, aber wir suchen immer eine Lösung, dass er aufgeht. Mhm. Und das ist bei Gruner eben der Slogan und das ist das, was wir anstreben. Also du hast die Ukraine-Krise, respektive den Krieg in der Ukraine angesprochen. Wir hatten Covid vor März 2020, auch eine Krise, die die Gesellschaft, oder man kann fast sagen die Menschheit, überrascht hat. Wir versuchen als Unternehmen natürlich agil zu sein, schnell zu reagieren auf solche Situationen, uns allenfalls neu aufzustellen oder angepasst aufzustellen. Bis jetzt ist uns das gut gelungen. Offensichtlich, wir sind schon seit 160 Jahren dran. Ganz offensichtlich, ja. Stichwort Ukraine, wir sind jetzt als Unternehmen im Moment in keinem Projekt in der Ukraine betroffen. Wir haben Projekte, die wir bearbeiten, aber die sind im Moment nicht aktiv gewesen. Ja. In Russland auch nicht. Was wir jetzt machen, das ist noch interessant. Wir haben jetzt gewisse Themen, die wir anschauen, im Zusammenhang schon mit dem Wiederaufbau. Ja, klar. Wo wir haben ja spezialisierte Abteilungen, die Stromübertragungsnetz plant. Und da ist jetzt zum Beispiel eine Anfrage, die läuft, wie kann man die zerstörte Strominfrastruktur möglichst schnell und effizient wieder in Gang bringen, um das Land wieder, ich sage jetzt fast in Betrieb zu nehmen, ja, in den Regionen. Genau. Weil das ist, Strominfrastruktur ist natürlich ein Schlüssel, um wieder in Schwung zu kommen. Du hast vorher erwähnt, ihr arbeitet viel in interdisziplinären Teams. Ich glaube, 40 Nationen haben ihr bei euch vereint. Da muss man ja auch gewisse Werte vermitteln. Da muss man eine Unternehmenskultur pflegen. Einerseits gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber im Team, aber natürlich auch gegenüber der Gesellschaft. Hast du uns da noch ein paar Input geben, wie euch das gelingt in so einem grossen internationalen Unternehmen? Also es ist ein Dauerthema, das kannst du nicht quasi sagen, jetzt haben wir es gelöst oder jetzt sind wir alle vereint unter der gleichen Kultur es läuft, sondern das ist etwas, wo wir ständig dran sind. Gruner war ja ein bisschen in einem Veränderungsprozess gewesen, die letzten 3 Jahre. Wir haben unter dem Projekttitel aus der Gruner Gruppe wird Gruner, haben wir verschiedene Veränderungsschritte durchgeführt und sind die noch am Umsetzen. Gruner ist ja nicht organisch nur über die lange Geschichte gewachsen, sondern man hat ein Unternehmen dazu gekauft, wo dann dazu gestoßen und integriert worden sind. Das ist eine besondere Herausforderung natürlich, die kommen mit einer anderen Kultur, mit ihren spezifischen Themen. Und da haben wir jetzt vor allem in den letzten 3 Jahren haben wir sehr viel daran geschafft. Und da geht es vor allem um Kommunikation, miteinander reden
um Wert, was ist uns wichtig, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und da haben wir ganz viele Workshops gemacht, wir haben mit den Leuten geredet, wir haben über Wert geredet, wie wollen wir eben zusammenarbeiten. Und das ist ein Thema, das uns permanent begleiten wird und wo wir auch einen höheren Fokus legen. Weil, ja, das ist ein bisschen der Kit, oder, was Unternehmen auch zusammenhält. Die gleiche Arbeitshaltung, die gleiche Visionen, die gleichen Werte, die wir teilen und zusammen wollen an Themen gehen, Projekte und eben bei uns Kundenlösungen optimal erarbeiten. Und man will ja auch Spass haben und dann muss man irgendwo ein bisschen gleich funktionieren. Wir stellen immer so ein bisschen fest, und die Handelskammer hat auch ein entsprechendes Jahresthema, Wirtschaft in bester Gesellschaft, oder? Weil da auch immer so ein bisschen eine Entfernung stattfindet zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, versuchen wir so ein bisschen den Graben auch wieder zu schließen mit verschiedenen Massnahmen. Wie möchte ich eigentlich grüner, oder was glaubst du, wie wird grüner in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Habt ihr da irgendwie Erkenntnisse oder sogar auch Aktivitäten, wo ihr den Kontakt zu der Gesellschaft sucht? Ja, wir sind natürlich als grosse Unternehmung, aber nicht als, wie soll ich sagen, Consumer Product, das wir verkaufen. Ja, das sind wir so in der zweiten Reihe. Ja. Wobei es ist lustig, gerade kürzlich hat mich ein Bekannter angesprochen, der in Freiburg mit dem Zug durchgefahren ist und dann hat er dort das Gruner Logo gesehen und gesagt, du, was machen die denn? Dann gesagt, ja, wir tun den Bahnhof sanieren oder planen. Und so versuchen wir natürlich ein bisschen Visibilität überzukommen. Wir nehmen da an Veranstaltungen teil. Wir versuchen zum Beispiel so Bildungsmessen und so weiter, wo wir auch den Beruf attraktiv darstellen. Jetzt diese Woche ist Architekturwoche in Basel mit Open Offices. Also zum Beispiel heute Nachmittag haben wir Open Doors, da kann man zu uns kommen, auch als Nicht-Fachpublikum. Wie wir auch dürfen kommen heute, oder? Genau, man kann durch die Gänge laufen, man kann mit den Leuten reden und fragen, du, was machen die eigentlich da? Und so. Das sind so Themen. Wir haben Leute in Fachgruppen. Ab und zu kommt auch ein Spezialist, wo sich öffentlich kann irgendwo äußern kann, sei es in einem spezifischen Thema oder vielleicht in einem Projekt. Mhm. Also da gibt es verschiedene so Schnittstellen, aber eben als nicht, ich sage jetzt Publikumsprodukt, sind wir natürlich dort ein bisschen weniger an der Front. Und also morgen werdet ihr überrannt werden? Ich hoffe es. Nein, morgen ist Samstag, ist morgen auch noch. Heute Nachmittag. Also alle, die jetzt in diesem Call sind, die kommen heute Nachmittag zu uns. Genau. Kommen sicher einen Kaffee über und irgendeine Erfrischung und können sehr gut, was wir für Projekte machen. Sehr gut. Ich möchte noch ein Thema kurz ansprechen. Du hast vorher den Bahnhof Luzern hast gesagt. Fribourg. Der Bahnhof Fribourg erwähnt. Ich möchte noch schnell auf die Mobilität kurz sprechen. Grüner und Mobilität. Das ist ja ein grosser Pfeiler, den ihr habt. Gibt es dort so eins, zwei, drei Projekte, oder sagen wir zwei Projekte, wo irgendwie du persönlich auch stolz bist darauf, dass ihr das machen konntet, wo man auch so ein bisschen die neuen Mobilitätsformen vielleicht auch sieht, wo man immer davon redet? Sticht da irgendetwas raus, wo Gruner besonders stolz ist im Mobilitätsbereich? Also Mobilität ist eine von unseren Kernkompetenzen in ganz verschiedenen Ebenen. Also wir machen, ich glaube auch für die Handelskammer, machen wir Mobilität. Oder sind wir quasi als Mobilitätskonzept-Experten bei euch bekannt. Wir machen Mobilitätskonzept, wir machen aber auch Verkehrsplanungen, wo man wirklich konkret nachher in die Umsetzung geht. Wir machen Bahn-Strassenbau, aber wir machen auch, wenn man an Mobilität denkt, dann denkt man vielleicht an ein Auto oder eben an einen Zug. Wir machen auch Projekte, die jetzt in Bezug eben zum Beispiel auf die Energie von der Mobilität eingehen. Ich habe vorher das Stichwort Power to Gas eingebracht. Wir sind am
Konzept zu entwickeln, um eben den Wasserstoff als mögliche Energieform in der Automobilität oder mehr jetzt bei den Lastwagen versuchen zu platzieren. Da gibt es ganz viele kleine Projekte, wo vielleicht nicht so, oder man hat immer das Gefühl, grosses Büro, grosse Projekte, das sind die Flagship-Projekte, die Leuchtturmprojekte, wo man so davor redet. Aber vieles ist eben gar im Kleinen, genau, ja. wo dann wirklich aber ganz entscheidende Weichen gestellt werden. Ja. Aber du hast vorher gesagt, was sind so die grossen Projekte, die wir gemacht haben? Wir haben am Gotthardtunnel mitgewirkt. Das ist so ein Leuchtturmprojekt natürlich, wo wichtig ist. Wir sind zum Beispiel im Bahnhofbereich. Bahnhof Lausanne ist eine riesige Baustelle, wird noch die nächsten Jahre sein. Der ganze Bahnhof wird umgebaut, so ähnlich wie Zürich, einfach ein bisschen kleiner. Dort sind wir, dürfen wir in verschiedenen Planungsteams dabei sein. Die Metro wird ausgebaut, also auch im Sinne von Förderung öffentlicher Verkehr, wo man versucht, dort auf ein neues Level zu bringen. Also alles das, was wir uns hier mit unserer S-Bahn eigentlich auch wünschen. Schon lang. Und da setzen wir uns ja auch intensivst dafür ein. Vielleicht noch eine Frage zum Abschließen, bevor wir nachher da auch unseren Beitrag Handelskammer zum Thema Mobilität hören wollen. Wie bist du privat unterwegs? Also ich bin ein eingefleischter Bahnfahrer, habe ein Generalabonnement und fahre für berufliche Strecken ausschließlich mit ÖV und Velo. Also wir sind jetzt hier im St. Jakob. Ich fahre mit dem Velo am Bahnhof, wenn ich ins Büro komme oder daher. Also Velo-Zug, Bike-to-Work, mache ich auch mit übrigens. Ja. Und privat ab und zu, klar, mit der Familie, wir haben auch ein Auto, braucht es das, aber ich bin schon sehr stark ÖV, schon immer ÖV-mässig unterwegs. Und sonst dann auch auf dem Wasser, oder? Genau, das ist ja auch relativ umweltfreundlich. Genau. Besten Dank für den Moment. Danke vielmals. Olivier Abbey. Für das Gespräch. Und das ist gerade das Stichwort, meine Damen und Herren. Mobilität, manchmal auch zu Wasser. Die Handelskammer bei der Basel hat ein Themendossier zum Mobilität ausgearbeitet und das vor kurzem auch veröffentlicht. Der Sebastian Deininger wird Ihnen jetzt die Arbeiten zur Mobilität von der Handelskammer bei der Basel kurz vorstellen. Er ist jetzt nicht live da, wir haben das vorgängig aufgenommen, darum kann ich sagen, Film ab. Geschätzte Damen und Herren, mobil in die Zukunft, das ist ein Thema der Handelskammer, mit dem wir uns zusammen mit unserer Verkehrskommission in den letzten 2 Jahren angenommen haben. Was heißt das? Mobilität. Wir sehen hier auf dieser Abbildung, dass Mobilität auch zukünftig ein Grundbedürfnis bleibt. Zum einen hat sich der Individualverkehr nach der Pandemie sehr schnell wieder erholt. Zum anderen sehen wir, dass andere Verkehrsträger wie beispielsweise der öffentliche Verkehr noch Nachholbedarf hat. Sehen wir doch auf die Verkehrsträger, die wir heute in der Region zur Verfügung haben. Das sind eine S-Bahn, wo man durchaus noch Verbesserungspotenzial sehen könnte. Das ist ein Bussystem, das sehr leistungsfähig funktioniert. Das ist ein Tramsystem, sehr dicht bis weit in die Agglomeration hinaus und auch sehr leistungsfähig. Das sind Straßen für das Auto, für die Velos und für die Scooter. Blicken wir doch auch in die Ausbauten, die anstehen. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist das Tramnetz 30, das wir unterstützen mit sämtlichen Ausbauten und die wichtige trinationale S-Bahn Basel mit dem Herzstück und seinen Zulaufstrecken. Hier hoffen wir natürlich, dass der Bund zusammen mit der SBB und den Kantonen dieses rasch umsetzt, sodass wir ein S-Bahn-System halten, das den Wachstumsperspektiven der Region entspricht. Blicken wir aber auch auf die Ausbauten im Bereich des motorisierten Individualverkehrs. Hier haben wir mit dem Rheintunnel eines der wichtigsten und größten Projekte im nächsten Ausbauschritt des Bundes. Auch der 8-Spur-Ausbau Hagnau-Aux wird ein wichtiges Nadelöhr schließen und die Funktionalität des Hochleistungsstraßennetzes in der Region entscheidend verbessern. Der Zubringer Bachgraben ist ein sehr wichtiges Projekt im Agglomerationsprogramm, koordiniert zwischen 3 Ländern
eingegeben beim Bund und wird derzeit überprüft. Sehr bedeutend deshalb, weil es eines der boomenden und wichtigsten Arbeitsplatzgebiete der Region, das Bachgrabenareal, erschließt. Außerdem setzen wir uns als Handelskammer auch aktiv für den Korridor N18 ein. Hier bestehen Kapazitätsengpässe in der Verbindung zwischen Basel und Döllemont. Auch wichtig aus unserer Sicht und ebenfalls Teil des Agglomerationsprogramms vierte Generation beim Bund eingegeben, sind diverse Velobahnen. Doch wir sind der Ansicht, dass neben diesen ganzen Ausbauten der bestehenden Verkehrsträger noch weitere Verkehrsträger geprüft werden müssen. Wir haben daher zusammen mit unserer Verkehrskommission, Experten, unserem Mitgliedsunternehmen sowie einem externen Planungsbüro ganz bewusst out of the box gedacht, welche Verkehrsträger in der Region Basel geprüft werden könnten, um das bestehende System sinnvoll zu ergänzen. Wichtig ist uns, dass die bestehenden ideologischen Gräben zwischen den Lagern geschlossen werden können. Die Verkehrspolitik ist in der Region Basel stark polarisiert und dass die Region langfristig erreichbar bleibt und den Anschluss nicht verliert. Wichtig, die Ideen, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, sind keine konkreten Umsetzungsvorschläge, sondern als Impulse zu verstehen. Sie sind nicht auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, sondern sollen zum Denken anregen. Nochmals zur Erinnerung, die bestehenden Verkehrsträger in unserer Region und diejenigen, die wir geprüft haben. Das sind beispielsweise der People Mover, hier eingeblendet. Sie kennen dieses Verkehrsmittel eventuell von Ihren Flugreisen. Das ist ein Verkehrsmittel, was häufig an Flughäfen zum Einsatz kommt, beispielsweise am Flughafen Zürich, um Passagiere schnell und effizient und leistungsfähig von einem Terminal zum anderen zu bewegen. Velobahnen sind ein Verkehrsmittel, was in der Region Basel im Moment stark forciert wird, stark planerisch vorangetrieben wird, auch grenzüberschreitend. Minibus, insbesondere automatisierte Minibusse, können einen Beitrag dazu leisten, dort, wo der Linienbetrieb des öffentlichen Verkehrs kaum kosteneffizient betrieben werden kann, zu bedienen. Rollbänder und Rolltreppen können insbesondere in der Innenstadt einen Beitrag an die Mikromobilität leisten und hier verschiedene Mobilitätsbedürfnisse aufnehmen. Und zu guter Letzt noch das Wassertaxi. Dieses ist aus unserer Sicht besonders prüfenswert, denn mit dem Rhein haben wir eine Verbindung von der Agglomeration bis in die Kernstadt mit ausreichend Kapazität, um beispielsweise für Pendler, aber auch für die Freizeit ein attraktives Verkehrsmittel zu erstellen. Wichtig aus unserer Sicht, diese neuen Mobilitätsformen stehen nicht für sich alleine, sondern sie müssen in das bestehende, funktionierende Verkehrssystem sinnvoll eingebettet werden. Sie sollen Teil von Transportketten werden. Die Digitalisierung birgt hier ein großes Potenzial in der Koordination dieser Transportketten. Stichwort Smart Mobility. Das ist ein datengetriebener Ansatz, der uns als Nutzern der Verkehrsmittel eine optimale Verknüpfung dieser erlaubt. Beispielsweise mittels Mobility as a Service Ansätzen. Auch Pooling ist aus unserer Sicht eine Mobilitätsform, die sich durchsetzen kann und sehr effizient ist. Sharing ist bestens bekannt aus von verschiedenen Anbietern. Wir brauchen neben diesen digitalen Umsetzungen aber auch ganz handfeste Infrastrukturen. Hierfür hat der Bund Projekte lanciert im Bereich Verkehrsdrehscheiben. Verkehrsdrehscheiben sind Infrastrukturen, an denen verschiedene Verkehrsträger zusammenkommen und Passagiere effizient von einem auf den anderen umsteigen können. Solche fehlen in der Region Basel derzeit. Und wir müssen zusehen, dass der Bund auch hier in der Region solche Pilotprojekte zusammen mit den regionalen Akteuren vorantreibt. Auf dieser Karte sehen Sie unseren Vorschlag für die mögliche Mobilität von morgen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, es handelt sich nicht um einen konkreten Umsetzungsvorschlag, sondern um Impulse. Und Sie sehen, was wir zusammen mit unserer Verkehrskommission und dem externen Planungsbüro hier
entworfen haben. Wir haben den People Mover, den Minibus, die Veloroute und das Wassertaxi einfach mal über die Stadt gelegt, über den Agglomerationsraum Basel gelegt und dort, wo das Potenzial besonders groß ist, markiert. Sehen wir uns doch aber an, wie das in einem ganz konkreten Beispiel aussehen könnte. Ich habe vorhin das Bachgrabenareal als eines der boomenden Areale der Region erwähnt. Hier fehlt bis heute eine effiziente Erschließung. MIV-seitig wird diese mit dem Zubringer Bachgraben hoffentlich sehr bald geschlossen werden, im Bereich des öffentlichen Verkehrs, aber auch im Bereich des nicht motorisierten Individualverkehrs besteht hingegen noch Verbesserungspotenzial. Das sehen Sie hier, das Bachgrabenareal. Heute stark boomend mit vielen Bauprojekten, die stark im Fortschritt sind und auf denen bald 6.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen werden. Aus unserer Sicht könnte man für dieses Areal den People Mover als ein sehr leistungsfähiges Verkehrsmittel prüfen, anstelle zum Beispiel von einem Tram, wie es heute vorgesehen ist. Vom Bahnhof St. Johann bis ins Wirtschaftsgebiet Bachgrabenareal, ein sehr effizientes Verkehrsmittel von A nach B. Aber auch eine Veloschnellroute ist angesagt und müsste für dieses Gebiet geprüft werden. Ein automatisierter Minibus kann auch hier einen Beitrag dazu leisten, die Erschließung innerhalb des Areals zu gewährleisten. Und auch für die Stadt haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Das Klebeck-Areal, eines der größten Transformationsareale der Region mit 36 Hektar, ist ein Gebiet, das ebenso erschlossen werden muss mit neuen Mobilitätsformen. Wir stellen uns das beispielsweise so vor. Es ist gelegen am Rhein, das bietet Potenzial für die Anwendung eines elektrischen Wassertaxis, ebenso auch wie für den Minibus, für die arealinterne Erschließung und die Veloroute. Unser Ziel mit diesem Papier ist das Ermöglichen von Mobilität. Diese Verkehrsträger stehen nicht für sich alleine, sondern sie sollen Teil werden des bestehenden Systems. Sie sollen unsere wichtigen Wirtschaftsareale in der Region effizient erschließen können und dafür müssen sie von den Benutzern, also von uns allen, auch entsprechend eingebunden und berücksichtigt werden. Sei es in der klassischen Fahrt mit dem Auto, als ÖV-Nutzer, saisonal unterschiedlich, im Sommer vielleicht anders als im Winter oder komplett multimodal und flexibel. Das setzt einen hohen Grad an Digitalisierung voraus und zusätzliche Infrastrukturen. Damit dieses ambitionierte Programm gelingen kann, müssen diese Forderungen natürlich auch politische Anklang finden. So fordern wir von der Verwaltung und der Politik, diese neuen Mobilitätsformen und Verkehrsträger konsequent auf ihre Machbarkeit hin zu überprüfen. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren, die uns im Verkehrsbereich, aber auch im Gebäudebereich immer wieder beschäftigen, müssen beschleunigt werden. Für die vorgestellten neuen Mobilitätsformen sollen ganz bewusst schlanke und progressive Verfahren gefördert werden, um so Pilotversuche zum Fliegen zu bringen. Grenzüberschreitende Planungen sollen entwickelt werden und unternehmerische Initiativen begünstigt werden. Wir fordern außerdem die Erarbeitung eines strategischen Entwicklungsprogramms sowie die Schaffung einer nachhaltigen Finanzierungslösung. Das sind unsere Forderungen, das sind unsere Ideen. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit überzeugen konnten und hoffen auf Ihre Unterstützung. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Voilà, meine Damen und Herren, besten Dank, Sebastian. Sie haben gesehen, die Handelskammer setzt sich im Bereich Mobilität stark ein, in allen Facetten, bei den klassischen Verkehrsträgern genauso wie bei künftigen, modernen, nachhaltigen Mobilitätsformen. Alle sind wichtig, dass die Erreichbarkeit, und um das geht schlussendlich, kann hochgehalten werden. Ich komme damit zu der Schlussrunde. Und die Schlussrunde ist immer die, dass ich unserem Gastgeber, im Olivier Ebi, ganz herzlich möchte danken für das tolle Gespräch, dass wir hier heute bei euch Gast sein konnten. Und mein
Botschaft. Und das, was ich euch wünsche, ist natürlich weitere 160 Jahre erfolgreiche Grauner-Geschichte, wo der Plan auch aufgeht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Martin, für das Interview, für das Gespräch und den Zuschauern natürlich für die Teilnahme und dass Grauner hat dürfen Gast sein im HKBB-Format hier vor Ort. Vielen Dank. Merci vielmals. Ja, da bleibt mir nur noch Ihnen zu danken, dass Sie reingeschaut haben und darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich mit HKBB on Tour auch weitergehen. Und zwar schon gleich am 22. Juni mit einer ganz speziellen Runde HKBB on Tour. Und zwar werden wir zu Gast sein beim ESAF, Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Schalten Sie doch wieder dazu, lernen Sie das super Event näher kennen. Wir würden uns freuen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und dass Sie der Freitag, der 13., ohne Probleme mit so viel Glück, wie wir heute hatten, können verbringen. Merci vielmals, auf Wiedersehen miteinander.